Ja, hallo, ich begrüße euch alle zu einer weiteren Google Academy on Air. Mein Name ist Malte. Ich arbeite in einem Key Account Management Team mit YouTube Fokus und mitgebracht habe ich hier meinen Kollegen. Genau, mein Name ist Lukas. Danke, Malte. Ich arbeite auch in einem Team mit Key Account Fokus, so wie du auch, nur bin dann eben wirklich noch mal ein bisschen mehr spezialisiert auf die operativen Dinge, wenn es um die Google-Produkte geht. Ja, und deswegen freut mich auch, dass der Lukas heute wieder mit dabei ist. Wer schon die letzte Version geguckt hat, die Übersicht zu dem Videoanzeigen für Performance Marketing kennt uns schon. Heute eben gehen wir in das Thema Details und deswegen auch sehr wichtig, dass wir jemanden dabei haben, der mit den Details sehr vertraut ist. Worüber werden wir denn heute dann reden? Wir haben letztendlich drei Überpunkte. Wir wollen einmal ganz kurz in die Implementierung und Best Practices gehen. Wir wollen über die Optimierungen und Best Practices reden, sowie ein paar Fallstudien vorstellen. Und spezifisch werden wir dann hier nochmal auf die neuen Targetings, die Anzeigenformate, die Anzeigenerweiterung sowie Gebotslösungen und Leistungsmessungen vorstellen. Und ich würde sagen, dann können wir auch direkt hier da die reingehen. Da schon mal vorweg, bevor wir jetzt in die Implementierungen und Best Practices reingehen, noch einmal, was die Leute vom letzten Mal schon kennen. Es gibt letztendlich drei wichtige Faktoren zur Leistungssteigerung bei Videoanzeigen. Da ist das erste eben, dass wir jetzt die richtigen Nutzer basierend auf ihrer Absicht erreichen können. Der zweite Punkt ist, dass wir über die Formate ihre Aufmerksamkeit gewinnen und sie zum Handeln motivieren können. Und das dritte ist natürlich dann auch, dass wir letztendlich die Tools zum Optimieren und analysieren haben. Und hier wollen wir jetzt direkt einsteigen und eben genau einmal zeigen, wie können wir denn die richtigen Nutzer basierend auf ihrer Absicht erreichen. Und die Antwort dazu ist eben ein neues Targeting-Format, was wir auf YouTube haben. Dies nennt sich die benutzerdefinierten Zielgruppen mit gemeinsamer Absicht. Und es ist nichts anderes als Leute ansprechen, die in den letzten 7 Tagen einen spezifischen Suchbegriff auf der Google-Suche eingegeben haben. Sprich, wir bringen diesen Absicht, diese Intention von der Google-Suche auf YouTube und erreichen damit eben die richtigen Leute. Und die Frage, die mich natürlich jetzt interessiert, Lukas, ist, wie machen wir das Ganze denn genau? Genau, richtig. Viele kennen diese Ansicht schon, diesen Screenshot oder diese Art Screenshot, den wir hier euch nochmal dargestellt haben. Und zwar seht ihr hier einmal die sogenannte Ansicht der Zielgruppen bzw. Audiences, wenn ihr euch in diesem Tab befindet. Das heißt, ihr geht in eine Kampagne rein und geht dann eben einmal hier auf diese Audience-Ansicht. Und dann könnt ihr eben mit Hilfe dieser Audience-Ansicht eine neue Audience, eine neue Zielgruppe erstellen. Wenn ihr da einmal draufklickt, unten auf diesen blauen Button, dann kommt ihr in dieses nächste Fenster hier, wo ihr dann wirklich diese benutzerdefinierten Zielgruppen mit gemeinsamer Absicht bereits angezeigt bekommt, als Teil von dieser größeren absichtbasierten Zielgruppenkategorie, sage ich jetzt mal, wo zum Beispiel auch die In-Market-Zielgruppen mit drin sind. Dem einen oder anderen sagt das vielleicht was. Habt ihr euch da einmal weiter geklickt, dann seht ihr hier jetzt eben, wie gesagt, nochmal diese einzelnen Unterkategorien und unten habt ihr dann die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Zielgruppe mit gemeinsamer Absicht neu zu erstellen, indem ihr einfach auf diesen blauen Button klickt. Und Malte, wenn du einmal noch weiterspringen kannst, genau, vielen Dank, dann kommt ihr wirklich in diesen letzten Step, wo ihr wirklich jetzt hier definieren müsst, wie Malte bereits gesagt hatte, basierend auf oder was für Suchbegriffe müssen diese Nutzer denn wirklich in der Google-Suche recherchiert haben, dass ihr sie hier als Zielgruppe ansprechen wollt. Ihr könnt dann noch eben einen Namen dieser Zielgruppe geben und dann seid ihr auch wirklich schon startbereit. Da vielleicht nochmal als einzelletzte Zwischenfrage, Lukas, basierend auf deiner Erfahrung, wie viele Keywords, wir haben jetzt hier das Thema ja Yoga als Beispiel, wie viele Keywords würdest du denn so ungefähr empfehlen, da mal reinzupacken, die etwas mit Yoga zu tun haben, um diese Zielgruppe zu bilden. Genau. Also grundsätzlich würde ich, um dieses Problem anzugehen, definitiv den Keyword Planner verwenden. Das ist hier auch nochmal gut aufgezeigt in diesem Screenshot. Und ich würde so ungefähr mit 50 bis 100 Keywords anfangen und dann einfach sehen, okay, wie entwickelt sich das Volumen in meiner Kampagne? Und dementsprechend, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, das Volumen lässt noch wirklich zu wünschen übrig, ich möchte mehr Kunden ansprechen, dann eben möglichst die Keywords erweitern und einfach mehr Keywords eingeben. Das kann dann wirklich eben bis zu 200 oder 300 Keywords nach oben gehen.
Okay, ja, das macht absolut Sinn für mich und ich würde sagen, das ist auch kurz und prägnant auf den Punkt gebracht. Also es ist nicht sehr kompliziert, die Nutzer mit der richtigen Absicht zu erreichen. Es ist letztendlich eben einfach nur nutzerbasierend auf der Intention, die sie auf der Google-Suche gezeigt haben, anzusprechen. Und da ist eben wichtig, dass ihr in der Strukturierung rund um Keywords all das auch macht, was ihr bei der Suche auch macht, sprich nicht einfach bunt durcheinander mischt, sondern immer in logisch zusammenhängenden Gruppen arbeitet. Und dann kommen wir eben zum zweiten Schritt. Wir sprechen jetzt die richtigen Nutzer an, aber natürlich müssen wir auch immer noch ihre Aufmerksamkeit gewinnen und sie dann letztendlich dazu motivieren, das zu tun, was wir denn möchten, dass sie tun sollen. Und dafür haben wir eben ein neues Format und dieses Format nennt sich True for Action. Das heißt letztendlich so, weil es direkt dazu auffordert, eine gewünschte Aktion durchzuführen, wie zum Beispiel ein Angebot anzufordern oder zu kaufen. Und hier werde ich euch jetzt noch einmal genauer vorstellen, was denn die Komponenten dieses Anzeigenformats sind und wie das auf den verschiedenen Geräten aussieht. Und da fangen wir mal an. Im Querformat hier auf dem mobilen Endgerät seht ihr eben ganz schön diesen sogenannten Call-to-Action-Overlay links unten, Nike mit dem blauen Button Visit Us. Und dieser Call-to-Action-Overlay, der wird automatisch generiert, wenn ihr das True-for-Action-Format auswählt. Also das müsst ihr nicht nochmal separat machen. Was ihr aber machen müsst, ist diesen blauen Teil, diese Schaltfläche, die müsst ihr mit Leben füllen. In diesem Fall steht da jetzt Visit Us drauf. Das muss man eben selbst manuell mit maximal 10 Zeichen anpassen. Und hier empfiehlt sich natürlich eben etwas zu nehmen, was dann auch zur Aktion auffordert, wie zum Beispiel Visit Us, besucht die Seite. Ja? Zum Shop mehr erfahren, je ganz nachdem, genau, was ihr eben dann auch anbietet. Und genau, in 10 Zeichen passt. Das ist gerade in der deutschen Sprache, stellen wir fest, manchmal eine kleine Herausforderung. Ja. Und wichtig noch als letzter Punkt ist, dass in den ersten 5 Sekunden ihr wirklich diesen maximierten Call-to-Action-Overlay seht. Danach wird er in Miniaturansicht kleiner gemacht mit einem Pfeil zu maximieren, damit es eben das Video dann nicht zu sehr, sage ich mal, übernimmt und man auch noch das Video an sich sehen kann. Wenn wir nun in den Hochformat auf dem mobilen Endgerät gehen, ändert sich nichts, was sozusagen das automatische Erstellen dieses Call-to-Action-Overlays oder des Banners in diesem Fall anbelangt. Man muss genauso auch wieder nur anpassen oder angepasst haben, den blaue Kästchen, aber die Anzeige dieses Banners ändert sich. Ihr seht hier auf dem Bildschirm ganz schön, dass ihr dieses Geico Insurance, was rot umrahmt ist, das steht eben genauso als Banner für die gesamte Videolaufzeit dort unten und kann nicht kleiner gemacht werden, selbst wenn die Anzeige eben übersprungen wird, bleibt dieser kleine Banner dort weiterhin bestehen. So, wie ändert es sich denn, wenn das Video jetzt bis zum Ende angeschaut wird? Das ist egal, ob im Hoch- als auch im Querformat, ist das Endbild der Videoanzeige 5 Sekunden lang zu sehen. Außer natürlich, die Anzeige wurde vorher übersprungen. Und dieses Endbild wird auch automatisch generiert. Wieder der blaue Kasten, wo jetzt steht Get Quote, den muss man eben selber formatieren. Aber das heißt, wenn man euch das vorstellt, jemand guckt das Video und war interessiert, dann hat er eben nochmal 5 Sekunden lang wirklich die reine Exposure zu eurer Werbebotschaft und kann sich dann dazu entscheiden, auf eure Webseite rauszuklicken. Wie sieht das Ganze jetzt im Verhältnis dazu auf dem Desktop aus? Auf dem Desktop ist es so, dass wir auch, wenn wir auf das Video einmal selber gucken, haben wir auch diesen Call-to-Action-Overlay innerhalb des Videos, der die ersten 5 Sekunden maximiert läuft, wie im Querformat auf dem Mobiltelefon und danach wieder minimiert wird, man diesen aber mit einem Pfeil, sage ich mal, vergrößern kann. Hier ist nur wichtig zu wissen, dass es auch einen automatisch generierten Banner gibt. Man kann allerdings auch alternativ einen benutzerdefinierten Banner hochladen, wenn man dies unbedingt wünscht.
Anders als zum mobilen Format haben wir aber oben rechts auch noch zu sehen den sogenannten Companion-Banner, der die ganze Zeit neben der Anzeige herläuft und eben nochmal zusätzlich euch A, Werbefläche gibt, aber B, auch eben dazu aufruft, auf die Webseite zu gehen und ihr somit eine viel höhere Präsenz eures Markennamens während der Anzeige genießt, als das einfach im klassischen TrueView-Format der Fall wäre. Auch hier ist der Endbild wieder für 7 Sekunden sogar zu sehen, sofern die Anzeige nicht vorher geskippt wird. Und alle anderen Funktionen sind bei dem Endbild ganz genauso wie auf dem mobilen Endgerät auch. Also wie ihr seht, dieses Studio for Action Format bietet wirklich verschiedenste Bestandteile nochmal, um mit dem Nutzer dann wirklich zu interagieren, ihn zur Aktion aufzufordern. Lukas, die alles entscheidende Frage, wie bekomme ich dieses Format denn jetzt implementiert? Genau, wie setze ich es letztendlich um? Das ist auch wieder halb so wild, um ganz ehrlich zu sein. Und zwar, man fängt wieder an in dieser Kampagnenübersicht und bedient sich einmal dieses blauen Buttons, wo dieses Plus abgebildet ist. Sobald man da einmal draufklickt, kommt man dann eben bereits in dieses Dropdown, das dann noch eben noch einmal sagt, okay, will ich jetzt hier eine neue Kampagne implementieren. Das will ich natürlich machen hier an dieser Stelle, deswegen klicke ich da direkt drauf und hier im nächsten Schritt wird dann direkt eben die Auswahl gestellt, okay, möchte ich jetzt eine Video, eine GDN oder eben Shopping- oder Suchkampagne hier aufstellen. Ich entscheide mich in diesem Fall natürlich für die Videokampagne und dann ist es ganz wichtig, eben in diesem nächsten Schritt, wenn es um das Marketingziel geht, wirklich eben hier die sogenannten Leads oder Website-Traffic, ich glaube, das ist im nächsten Screenshot auch nochmal dargestellt, genau, auszuwählen, weil beide diese Marketingziele oder Kampagnenziele, sage ich jetzt mal, geben einem dann die Möglichkeit, dieses neue Trueview for Action Format zu implementieren. Das heißt, sobald ich da dann einmal durchgeklickt habe, bin ich tatsächlich dann auch schon fertig. Genau, also wie da auch eben erwähnt, dann werden diese Companion-Banner automatisch erstellt. Da müsst ihr euch, ihr müsst nur, wie gesagt, diesen blauen Text konfigurieren. Genau, also grundsätzlich weicht es nicht von der normalen Video- oder grundsätzlichen Kampagnenerstellung im AdWords ab. Genau, und es gibt ja aber auch einige von euch, die eben Offline-Aktionen als Ziel haben. Und auch hier haben wir eben die Möglichkeit, neue Anzeigenerweiterungen jetzt im TrueView-Format zu nutzen. Diese bieten uns die Möglichkeit, eine Routenplanung mit drin zu haben, das Unternehmen anzurufen, die Öffnungszeiten anzugeben, Rezensionen anzuzeigen, als auch die Webseite des Werbetreibenden aufzurufen. Da ist natürlich auch die Frage, Lukas, wie bekommen wir das Ganze denn jetzt in unsere Videoanzeigen? Genau. Ja, also grundsätzlich ist das wieder eine Anzeigenerweiterung. Das heißt hier ganz wichtig, dass ich eben wieder in dieser Ansicht der Anzeigenerweiterungen starte. Das seht ihr einmal hier in diesem Screenshot und dass ich dann einmal auf dieses Create Ad Extension einfach eine neue Anzeigenerweiterung implementieren draufklicke und sobald ich da dann einmal drauf geklickt habe, komme ich bereits dann in die nächste Ansicht, wo ich tatsächlich dann nochmal basierend auf meinem Google My Business Account dann zum Beispiel eben diese Location, diese Standorterweiterung erstellen kann. Das heißt, das wird hier an der Stelle dann wirklich dynamisch von diesem Google My Business Konto gezogen und ihr müsst auch da an der Stelle dann keine großen Implementierungen mehr vornehmen, sondern macht das alles direkt in diesem Google My Business Konto. Das hört sich relativ straightforward an. Das heißt, Google My Business Konto muss verknüpft sein und ich kann das Ganze machen. Und dann kommen wir eben auch schon zum dritten Teil. Jetzt haben wir die richtigen Nutzer erreicht. Wir haben sie zum Handeln motiviert, aber wir wollen ja eigentlich noch mehr davon erreichen, sprich wir müssen optimieren und wir müssen auch analysieren, was das Ganze überhaupt bringt. Und hier ist eben noch einmal ganz wichtig, vorher hervorzuheben, dass ich die Nutzeraufmerksamkeit sehr, sehr, sehr stark umkämpft ist. Also ihr kennt das wahrscheinlich alle selbst. Wir machen heutzutage viele Dinge gleichzeitig, aber es ändert sich eben auch vieles. Und eine Sache, die wir hier eben hervorheben wollen, ist, dass 80% der Leute, während sie Fernsehen auf einem weiteren Gerät etwas machen,
Und außerdem eben auch, dass gerade Teenager sich heutzutage 70% der Teenager mindestens 3 Stunden Videoinhalte am Tag anschauen. Und man erreicht eben über YouTube und Netflix doppelt so viele Teenager, als das noch traditionell mit dem Kabelfernsehen möglich war. Sprich, wir haben hier einmal das Nutzerverhalten, was sich allgemein ändert, aber eben auch eine Generation, die mit dieser sogenannten Skippable World aufwächst. Und die erreichen wir nun eben über diese neuen Formate auf YouTube. Wichtig dabei ist eben, um überhaupt optimieren zu können, dass wir ganz klar ein Angebot mit einem deutlichen Call to Action kommunizieren, dass wir dieses Angebot sowie den Call to Action sofort präsentieren und dass wir das Ganze auch wiederholen. Wenn wir das nicht machen, ist das der erste Optimierungsansatz, dass wir das Ganze eben einfügen und machen. Der nächste Optimierungspunkt oder der nächste Haupthebel, den wir wirklich haben, hier Optimierungen herbeizuführen, ist das Thema Gebote. Und das machen wir eben eigentlich, indem wir über sogenannte Smart Bidding Lösungen arbeiten, die letztendlich auf Machine Learning basieren und mehr als 70 Millionen Signale innerhalb von Millisekunden analysieren können, um dann möglichst viele Conversions auch mit einer Videokampagne zu erzielen. Und das heißt, der erste Schritt zur Optimierung ist, dass man Videokampagnen eben gemeinsam mit dem Ziel-CPA-Gebot nutzt. Und hier liegt dann die Hauptoptimierung darin, den richtigen CPA zu bestimmen und gegebenenfalls mit einiger Zeit auch dann zu optimieren. Und da würde ich die Frage doch nochmal an dich spielen, Lukas. Wie lege ich denn überhaupt den richtigen Ziel-CPA fest? Beziehungsweise wie kann ich dann auch zu einem besseren Ziel-CPA hin optimieren? Genau, richtig. Kommt immer drauf an, wie so häufig kommt es immer drauf an. Wir differenzieren hier nochmal wirklich zwischen zwei unterschiedlichen Szenarien. Szenario 1, ich habe noch gar kein Gefühl, für was ich denn im Videobereich an CPAs denn erwarten kann. In diesem Fall empfehlen wir wirklich, möglichst mit einem höheren Ziel-CPA reinzugehen. Ich persönlich sage immer zu meinen Kunden, so hoch wie möglich, so niedrig wie nötig. Ja, der Punkt ist immer, wenn wir ihn höher einstellen, den CPA, dann hat der Algorithmus einfach ein bisschen mehr Spielraum, dann kommt auch mehr Volumen rein. Wenn wir unnötig stark den CPA eingrenzen zu Beginn, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass unsere Kampagne erst gar nicht abhebt und der Algorithmus sich gar nicht austesten kann und vielleicht einmal eine Conversion findet zu diesem CPA, dann aber wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Das ist Szenario Nummer 1. Szenario Nummer 2, und das ist dann um einiges leichter ist, wenn man sich bereits ein bisschen mit Videokampagnen vertraut gemacht hat, da vielleicht auch historisch ein Gefühl dafür bekommen hat, okay, mein CPA liegt zum Beispiel eben bei, sagen wir mal, 150 Euro, dann ist es relativ straightforward, dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt eine neue Videokampagne einstelle, dann gehe ich mal mit diesem CPA rein. Und nochmal auf deine Frage, wie kann ich das dann auch nochmal optimieren? Da empfehlen wir eben dann immer in 10-20%igen Schritten entweder nach oben oder unten zu verfahren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dann eben sehe, ich habe diesen 150 Euro CPA, dann wäre zum Beispiel ein Schritt dann eben hier zwischen, ich sag mal, ja, ungefähr 15 bis maximal 30 Euro dann eben nach unten zu gehen, beziehungsweise nach oben zu gehen, wenn einem der CPA dann hier an der Stelle nicht passt. Das heißt, wenn ich da richtig verstanden habe, Lukas, wenn ich jetzt eben noch nicht mit Videokampagnen vertraut bin und ich setze den CPA für die Videokampagne genauso wie in den Suchkampagnen, laufe ich Gefahr, dass das Ganze dann nicht wirklich funktionieren wird, weil es zu niedrig ist. Genau, richtig. Der Punkt ist, die Suche ist nochmal eine ganz andere Plattform. Da ist der Nutzer wirklich aktiv auf der Suche nach deinem Produkt. Im Videobereich ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da sagen wir, ist ein sogenannter Push-Channel, wo wirklich der Kunde vielleicht gerade noch nichts von seinem Glück weiß, ja, und sich vielleicht irgendein witziges Katzenvideo anschaut. Da können wir eben nicht die gleichen CPAs erwarten. Deswegen unbedingt eben hier nochmal deutlich weiter oben ansetzen als in der Suche. Das heißt, wir orientieren uns hier eher an diesen CPAs, die wir zum Beispiel im GDN erzielen können. Aber bevor wir kein Gefühl haben, einfach was im Videobereich geht, lieber ein bisschen weiter oben einsetzen als zu weit unten. Okay, das macht Sinn für mich. Und dann haben wir aber immer die Möglichkeit, in diesen 10-20% Schritten nach unten zu optimieren. Genau.
Ja, dann ist aber eben natürlich noch eine ganz wichtige Frage, auch überhaupt die Leistung zu messen und wie messen wir das Ganze. Hier ist wiederum wichtig zu bedenken, dass wirklich 75% der erwachsenen Internetnutzer im Alter zwischen 18 und 45 Jahren heute eben auf einem Gerät ihre Aktivität beginnen und sie dann wiederum auf einem anderen abschließen, sprich in diesem Beispiel vielleicht die Videowerbung auf dem mobilen Telefon sehen, dann die Webseite auf dem Desktop besuchen und dort den Kauf abschließen, sprich die geräteübergreifende Messung ist auch im Bereich YouTube von enormer Bedeutung. Und wie bekommen wir die Ganze eben, indem wir das AdWords Conversion Tracking implementieren, denn das ermöglicht uns auf der einen Seite die geräteübergreifende Messung, es ermöglicht uns auf der anderen Seite aber eben auch plattformübergreifende Messung auf YouTube und den Webseiten sowie der App von YouTube. Es ermöglicht uns aber eben auch mit View-Through-Conversions zu arbeiten. Also ganz wichtig, der erste Schritt ist den AdWords-Conversion-Tag implementieren. Und dann gibt es natürlich noch für die von euch, die jetzt die Offline-Effektivität messen möchten, die Möglichkeit eben zu gucken, wie viele Ladenbesuche haben wir denn durch unsere Videowerbung generiert, indem man eben spezifisch sehen kann, wie viele Leute sind in den Laden gekommen, nachdem sie die Videowerbung gesehen haben. Und da ist aber natürlich die Frage, die sich dann viele stellen, Lukas, wie bekomme ich das denn? Also was sind da die Anforderungen? Genau, richtig. Und da kommen wir wieder eben auf diese Komponente Google My Business Konto zurück. Und zwar ist es eben ganz wichtig, dass wir für diese Ladenbesuche verschiedene Kriterien erfüllen. Ich will jetzt nicht alle ansprechen. Ihr seht die auch nochmal hier auf dieser Slide. Aber mit unter die wichtigsten aus meiner Sicht sind unter anderem, dass wir eben mehrere Geschäftsstandorte in qualifizierten Ländern vorweisen können über unseren Google My Business Account. Und dass wir aber zum anderen auch mehrere tausend Anzeigen, Klicks und sichtbare Impressionen bereits generiert haben. Das heißt, diese zwei Dinge müssen definitiv erfüllt sein. Ansonsten können wir diese Ladenbesuche leider nicht umsetzen. Ist die Frage natürlich, wie bearbeite ich dann dieses Conversion-Tracking für die Ladenbesuche? Das wäre so bei uns auch einmal noch ganz kurz erklärst. Genau, hier auch wieder wirklich Schritt für Schritt in acht einfachen Schritten erklärt. Grundsätzlich variiert auch das nicht so sehr von dem Bearbeiten von normalen Conversion-Aktionen. Das heißt, ihr klickt euch auf unter Messung auf die sogenannten Conversions durch, könnt dann eine Conversion-Aktion auswählen. In diesem Fall wäre es dann eben die Ladenbesuchs-Conversion-Aktion und könnt dann eben, wenn ihr auf Einstellungen bearbeiten geht, zum Beispiel zu Dinge wie den Conversion Tracking-Zeitraum eben bearbeiten. Okay, das hört sich nicht zu kompliziert an, letztendlich genauso wie wir das, wenn man ein Conversion-Tracking nutzt, kennen. Ja, das ist dann aber auch wieder zusammengefasst. Die drei Faktoren, um für Videoanzeigen eine bessere Leistung zu erreichen, sind die richtigen Nutzer basierend auf ihrer Absicht zu erreichen und das machen wir eben, indem wir diese Nutzer oder diese kaufbereiten Zielgruppen nutzen, die wir selber erstellen, dann ihre Aufmerksamkeit gewinnen über die Nutzung des Tool-for-Action-Formats und letztendlich eben, dass wir den Ziel-CPA nutzen, optimieren und die Resultate über Conversion-Tracking natürlich auch analysieren. Jetzt wäre es super, Lukas, wenn du uns nochmal kurz da durchführst, was du denn da so für Erfolge schon gesehen hast. Genau, richtig. Wir kommen nochmal jetzt auf unterschiedliche Fallstudien zu sprechen. Das ist eine Fallstudie hier an der Stelle des Kunden Betterment, die wir bereits im letzten Video auch behandelt hatten. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr ins Detail gehen, was diesen Kunden ausmacht. Es ist ein Kunde aus der Finanzbranche und was dieser Kunde erfolgreich getestet hatte, waren eben die sogenannten benutzerdefinierten Zielgruppen mit gemeinsamer Absicht und Key Outcome war hier wirklich, dass ein 600-prozentig höherer Return on Ad Spend, also ROAS, als bei früheren YouTube-Initiativen erzielt werden konnte. Und ich denke, das ist sehr, sehr aussagekräftig, wenn man sich nochmal überlegt, okay, inwiefern haben wir uns im Bereich Performance-Video, sage ich jetzt mal, weiterentwickelt. Genau, dann einmal hier eine weitere Firma Masterclass, die eben verschiedene Online-Kurse zu bestimmten Themen anbietet. Hier rechts in diesem Video sieht man eben eine Kochschule von Gordon Ramsay. Was hatte Masterclass getestet erfolgreich? Masterclass hatte das sogenannte Tool for Action Format erfolgreich getestet und hier ganz klares Key Learning und Key Outcome, die 104-prozentige höhere
CTR, die wir hier gesehen haben in diesem Format, als bei anderen Kampagnen für Masterclass. Ich denke, das ist auch eine Kennzahl, die wir persönlich auch aus persönlichen Erfahrungen wirklich mit verschiedensten Kunden gesehen haben, dass einfach diese CTR wirklich nochmal deutlich ansteigt, wenn wir hier auf dieses neue Format umschweifen. Genau, und dann last but not least noch eine Fallstudie zum Thema Ladenbesuche, und zwar, was war hier die Firma, das war hier an der Stelle Jerome's Furniture, nannten die sich, und zwar haben die eben sich überlegt, okay, wie kriegen wir neue Leute in unsere Stores, und hatten sich überlegt, okay, lasst es uns doch mal mit YouTube anzeigen und den Ladenbesuchen als Conversion-Aktionen probieren. Hier sieht man nochmal ein Statement wirklich von dem Senior VP im Digital Marketing. Malte, wenn du einmal noch mal auf die nächste Slide springst, siehst du noch mal, wie sich das wirklich quasi gezogen hat, diese Fallstudie über, ich glaube, mehrere Wochen. Und zwar hatten sich, wie gesagt, Jerome's Furniture, das Team, sich zum Ziel gesetzt, hier Nutzer anzuregen und in die Geschäfte zu bringen. Strategie, wie eben bereits erwähnt, Conversion-Tracking aufsetzen, Ladenbesuche als Conversion-Aktion und eben diese Anzeigenerweiterungen implementieren. Und Ergebnisse waren dann eben, dass wir 425 Ladenbesuche hier erzielen konnten, und das eben innerhalb von einem Zeitraum von 2 Wochen. Genau, und eben auch, da finde ich noch eben interessant zu sehen, sie haben ganz klar eben spezifiziert, dass sie $15 pro Ladenbesuch bezahlt haben, was, wenn man sich überlegt, was in einem Möbelgeschäft eben umgesetzt wird, dann pro Kunde im Schnitt ein sehr guter Wert ist in dieser Industrie, um jemanden in den Laden zu bekommen. Und ich würde sagen, eben damit sind wir auch am Ende unserer Session heute. Ich hoffe, ihr habt eben einige Dinge mitgenommen. Das Wichtigste ist eben, wie gesagt, dass ihr seht, es ist recht einfach, das Ganze zu implementieren und auch umzusetzen. Viel geht dabei automatisiert, und ansonsten werden auch noch weitere Videoserien folgen, in denen wir noch auf einige Details eingehen werden. Das heißt, stay tuned und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, tschüss. Tschüss.